Hi, das hier sind Bacon- und Egg-Muffins mit Appenzeller. Und wie ich die in diesem Holzbackofen mache, das seht ihr heute in der neuen Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hey Jörn, hast du gesehen? Der Grill-Junkie möchte von uns, dass wir ein Frühstücksvideo machen. So mit Rührei und so. Mit Frühstücksvideos bin ich ja eigentlich durch. Wenn ihr mal Bock habt, könnt ihr hier oben auf den Link klicken, der jetzt hier erscheint. Das ist meine Frühstücks-Playlist. Da ist auch ein cooler Egg-and-Bacon-Burger dabei. Aber mit Rührei bin ich eigentlich durch. Ja Markus, das vom Grill-Junkie habe ich mitbekommen. Dann schmeißen wir mal die Eier rüber und dann zaubern wir was Schönes heute aus einem Holzbackofen. Werf mal her. Das sind jetzt drei. Die anderen drei, die gibst du mir doch besser einfach so rüber. Dann geht nichts zu Bruch. Und dann legen wir los. So, hier habe ich jetzt also die Zutaten vorbereitet. Ihr braucht insgesamt 12 Scheiben Bacon, 6 Würfel von dem Appenzeller und natürlich 6 Eier. Und die Muffinform habe ich jetzt schon mal mit so einem Backtrennspray ein bisschen eingesprüht. Könnt natürlich auch Butter nehmen oder normales Fett. Und jetzt geht es los, dass ihr euch 2 Scheiben Bacon nehmt. Und den erstmal in der Mitte halbiert. Und dann eben die Muffinform mit diesem Bacon auslegt. Und zwar ist es wichtig, dass der Bacon jetzt oben nicht gewaltig übersteht, weil zuklappen will ich das später nicht. Das soll schön offen bleiben. So sieht jetzt die erste ausgelegte Muffinform aus. Ich bereite die anderen jetzt vor und dann geht's weiter. Die Muffinformen sind jetzt soweit vorbereitet. Jetzt habe ich hier meine Eier und die schlage ich jetzt jeweils in eine Form. Sag mal Markus, hatte der Grill-Junkie nicht irgendwas von Rührei gesagt? Kriegen wir hin. So, die Eier sind jetzt soweit vorbereitet und jetzt, bevor es in den Holzbackofen wandert, kommt jeweils noch ein Würfel Appenzeller mit da rein. Und jetzt geht es rüber zum Holzbackofen. Vielleicht könnt ihr sehen, der Holzbackofen hat eine Temperatur von 210 Grad. Jetzt mache ich den mal auf. Und die kommen jetzt eben in den Holzbackofen rein. Und backen jetzt für 20 Minuten bei eben 210 Grad. 20 Minuten später mache ich jetzt mal den Holzbackofen auf. Und Leute, ihr könnt so froh sein, dass es noch kein Geruchsvideo gibt. Der Appenzeller hat ein Aroma, das ist vom Allerfeinsten. Ich ziehe das jetzt mal ein bisschen weiter nach vorne. Hallo. Das sieht wunderbar aus. Ich nehme jetzt gerade mal hier so einen Handschuh, damit ich mir nicht die Finger verbrenne. Dann kann ich euch das mal zeigen. So sieht es aus. Der Appenzeller ist richtig schön geschmolzen. Und jetzt lassen wir es noch ein bisschen abkühlen und dann wird probiert. Da sind die Muffins fertig und ein Wahnsinnsgeruch. Schaut mal hier. Lassen sich wunderbar aus der Form lösen. Also Markus, ich denke, wir haben was Vernünftiges mit dem Rührei gemacht. Draußen war es auch. Michael, ich denke, die Mission ist erfüllt. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Barbecue aus Rheinhessen.